Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Horrorfreunde und Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Alien Dark Descent. Ich habe geladen und habe festgestellt, dass ich dadurch nochmal alles hier leveln muss und jetzt kommen natürlich andere Sachen raus als zuvor, deswegen machen wir das nochmal gemeinsam. Schade, also wir haben nochmal hier die Verstümmelung hochbekommen, aber den Rest bekommen wir leider nicht. Also ich finde es aber auch ganz gut, dass er sich von Traumas jetzt hier relativ schnell erholen kann. Gut, also das heißt, also ich muss hier nur noch mal ganz kurz die Level-Ups machen, sofern das mir halt möglich ist. Dann gebe ich ihm jetzt hier nochmal den Aufklärer. Das geht interessanterweise genauso wie zuvor. Anhalten, Schlauberger, Rächer. Ja, das sind jetzt aus meiner Sicht ein bisschen schlechtere Möglichkeiten als zuvor. Bravo Zulu. Nochmal ein Richtschütze. Komm, dann nehmen wir nochmal einen Richtschütze. Was soll's? Dann haben wir halt einen weiteren Richtschützen. Noch mehr Treffsicherheit finde ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so schlecht. Und jetzt gehen wir nochmal zu ihm hier, beziehungsweise, nee, wir machen das erst am nächsten Tag. Ich habe jetzt extra die Punkte doch noch nicht ausgegeben, weil mir das alles gerade eben ein bisschen zu doof ist. Ich werde jetzt die Leute am besten ausstatten, die ich jetzt am nächsten Tag mitnehmen werde. Alle Marine Marines sind nicht mehr müde oder erschöpft sind, sind erschöpft. Alle müden Marines sind nicht mehr müde oder erschöpft. Zwei ermüdete Marines, null erschöpfte Marines, alle Marines sind erschöpft. Boah, fuck my life, jetzt verliere ich doch den Einsatz. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Aber, okay, einen Tag können wir auch mal verlieren. Das ist dann nicht so schlimm. Ich sorge dafür, dass sie auf jeden Fall am nächsten Tag einsatzfähig ist. Ich möchte, dass Sharp am nächsten Tag einsatzfähig ist. Eins. Dass der dann auf jeden Fall mitmachen kann, ne? Und du wirst noch ein bisschen brauchen. Okay, also, dann haben wir jetzt 191 Punkte. Sharp wird also am nächsten Tag ready sein. Ich mache jetzt erstmal hier noch gar nichts. Wir gehen jetzt in den nächsten Tag. New objectives are awaiting your review. Dafür haben wir keine Zeit, genau. Und jetzt kann ich nämlich jetzt hier die Mission machen. Gut. Wir gehen erstmal nochmal in die Med-Quartiere. Weil jetzt kann ich nämlich Naren hier komplett fit machen. This one's a priority. Fünf Heiler zu haben ist sehr, sehr praktisch. Und wir können, ich glaube fast, dass es sogar fast besser wäre, das zu machen, jetzt noch den Raketenwerfer. Uns gönnen. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es könnte eine gute Idee sein, einen Raketenwerfer mit dabei zu haben. Psychologische Einrichtungen. Lassen wir es hier mal gerade eben sein. Werkstatt. Ich glaube, es ist eine gute Idee, den Raketenwerfer zu haben. So. Da hat nochmal jemand ein Level-Up. Bravo Zulu. Du hast bereits jetzt schon mal etwas mehr Gesundheitspunkte. Flinke Hände anhaltend. Geist aus Stahl. Ja, ich nehme bei ihm mal flinke Hände. Okay, zurück. Dann, wie gesagt, Latimer. Latimer werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Latimer ist ja unser Medic. Mal gucken, was wir da noch machen können. Ach, wir haben keine Punkte mehr übrig. Ja, dann hat sich das erledigt. Freunde, dann hat sich das in dem Moment erledigt. Ja, macht Sinn. Also, gut. Wir können jetzt aber, wie gesagt, den Raketenwerfer mitnehmen und in die Mission gehen. Ja, also, wir müssen das jetzt hier machen, ne? Atmosphärischer Albtraum. Erforsche den Atmosphärengenerator Sigmar 12 und birg einen Energiekern, um die Otago-Schildsysteme zu reparieren. Finde ich jetzt durchaus spannend. Ach cool, guck mal. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt ist bloß die Frage, was seid ihr eigentlich alles? Weitere Infos? Web ist auf jeden Fall ein Dingens, ein Commander. Was bist du? Ich brauche AG überladen. Du bist ein Richtschütze? Medic? Ich brauche jemanden, der hacken kann, Leute. Ich brauche ganz klar jemanden, der hacken kann.
Warte mal, taktische Drohne, du kannst hacken. Dann habe ich nichts gesagt. Du kannst den Raketenwerfer mitnehmen, würde ich sagen. Du hast den Flammenwerfer dabei, du hast das Scharfschützengewehr dabei, du hast die Schotti dabei. Dann will ich, dass ihr alle die schweren Impulsgewehre natürlich dabei habt. Wäre dämlich, wenn nicht. Ganz im Ernst. Ich habe leider noch nicht genügend Mats gehabt, um jemals irgendwie mal die Pistolen zu verbessern. Ne? Da hätte ich schon ganz, ganz gerne irgendwie die Maschinenpistole. Also, wir nehmen wieder Zeug mit. Wir gehen mal wieder hier auf 2. Hier nehme ich 3 mit, davon haben wir eine Menge. Hier nehme ich 2 mit, davon haben wir leider nicht so viel. Ignoriert den Schaden durch Säure-Explosion-Angriffe. Ja, das hätte ich ganz, ganz gerne mitgenommen. Ich hätte dann noch die Rüstung verbessert. Und ganz im Ernst, das Extraktionsgerät hat sich in meinen Augen als absolute Fail erwiesen, denn wenn Facehugger kommen, kommen sie in so großer Zahl. Am besten, man verhindert, dass sie überhaupt einen angreifen. Ist zumindest jetzt momentan so meine Sicht der Dinge. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Aber wenn die Facehugger halt einmal kommen, kommen sie in der Regel in großer Zahl. Listen up, Marines. It's time to leave this place for good. Corrigan reckons we can overload our shield. But for that, we'll need to steal a power core, nuclear grade. Lucky for us, we might find one just like it on Atmosphere Processor Sigma 12. There's a good chance we'll find a nest there. But standard rules of engagement apply. So if there's anyone alive down there, we get them out. We save everyone we can. Wir retten jeden, den wir können. Sehr schön. Fangen wir mal bei uns an. Ich finde es cool, dass man auch hier bei seinem Model sieht, dass er jetzt so einen Metallfuß hat. We're after that atmospheric processor's power core. Our beloved Otago needs it for its shield. So we enter, we steal the thing, and we get back to the ship. Nice and easy. According to Director Price, the processor still runs on standby. So there could be survivors working on that power core. Hayes needs access to the SATCOM to prove this little theory. So let's start there. Okay. We got a body, Sarge. Ruptured chest. Guess we can't have nice things. Squad, assume there's critters nearby. Also da liegt schon mal was rum. Come on, team. Das sieht aus wie ein kleines Datapad. Das bergen wir gleich schon mal. Hey, I found something. Looks like a datapad. Und ansonsten ist hier noch nichts. Boah, da drüben gibt es aber auch noch einiges. Also Datapad, was beinhaltest du? Das Logbuch von Ian Reddington. Es ist mir egal, was Sicherheitschef Hart sagt. In den unteren Stockwerken kriecht irgendwas rum. Ich spüre es. Nein, sie. Ich spüre, dass sie mich beobachten, wenn ich da unten meinen Rundgang machen muss. Ich habe schon zig Berichte geschrieben, aber niemand liest sie. Und wenn sie doch mal jemand liest, lachen sie mich aus. Nach meinem letzten Bericht wollte der Chef wissen, ob ich meine Medikamente regelmäßig nehme. Er meinte, er wird mich auf die Krankenstation bringen lassen, wenn sich mein Zustand nicht bessert. Wintergreen ist die einzige, die mich ernst nimmt. Sie ist in Ordnung. Vielleicht kann ich sie überzeugen, auf einem Rundgang mitzukommen, um zu beweisen, dass ich mir das nicht einbilde. Also ganz im Ernst, man kann auch quasi jede Menge Protokolle haben. Wenn man sie einfach schlicht nicht ernst nimmt, dann kann man sie sich auch sparen. Da kommt eine Warnung und alle so, ja, ja, genau. Der Wächter hat auf seinem Rundgang etwas Verdächtiges. Das hatten wir ja noch nie. You know what I mean. Don't get too comfy. This is Sarah Randall, Administrative Director of WY Atmospheric Processor Sigma 12. Pharaoh Spire, do you copy? Anyone? You hear that? Let's have a look. This is Sarah Randall, Administrative Director of WY Atmospheric Processor Sigma 12. Pharaoh Spire, do you copy? Anyone? Das klingt wie eine automatische Nachricht. Sigma 12 is compromised. That cult. I still have 5 employees on site. Listen, these are engineers, biologists, security officers, valuable people. Please, Pharaoh Spire, you have to help us. Seems that director of yours isn't big on saving her employees, Hayes. Don't be unfair, Sergeant. If the Darwin era is here, there could be a mole among those survivors. We don't need one aboard the Otago. Fair enough, but valuable people that we could use. Keep an eye out, Marines. There could be clues lying around. We won't go far without SATCOM. Better check it first.
Okidoki, aber erstmal hole ich mir nochmal dieses Datapad. Also, neue Ziele haben wir jetzt hier. Da drüben ist eins. Hier muss ich irgendwelche Sachen durchsuchen. Und was sagt jetzt hier das hier? Also, das ist das Sarah Randall Tagebuch. Egal, wie lange ich diesen Job schon mache, ich werde nie aus den Augen verlieren, warum wir eigentlich hier sind. Auch wenn es 1000 Jahre dauert. Irgendwann werden Millionen Menschen auf Lisi leben. Und nichts davon wäre möglich, wenn wir hier nicht unsere Arbeit tun würden. Atmosphärengeneratoren bringen Leben in tote Welten. Sie sind wahre Wunderwerke der modernen Technik. Ich bin stolz auf das, was wir hier vollbringen. Wir leisten hervorragende Arbeit. Ja, da war wohl noch jemand optimistisch. Optimistisch. Come on, Team. So, wir schauen uns natürlich jetzt erstmal um. That's a nice place to work. Fuck, 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 fuck. Oh, das gefällt mir ja jetzt gar nicht, was hier jetzt gerade passiert. Oh, wie sehr ich das hasse. Quiet. It didn't see us. Drone spotted. Safe position taken. Okay. Wir probieren es mal hier. Roger, let's see what's inside. Okay, das kann ich jetzt hier tatsächlich looten. Da komme ich doch nie ran, ohne Stress zu schieben. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich da rankomme, come on, team, ohne dass es Ärger gibt. Safe position taken. Kann ich ja nicht auch da in Deckung gehen oder gibt's dann Ärger? Ah ne, dann bemerkt es das Vieh, okay. Safe position taken. Nee, das schaffen wir nicht. Da weiß ich auch nicht, wie ich da durchkommen soll. Wir probieren es mal von der Seite. Oder ich würde gerne mal was probieren. Verhindert, dass ich Stress während der nächsten... Oh! Okay, das ist interessant. Nee, ich möchte den Präzisionsschuss machen. Ich möchte gucken, ob ich mit dem Präzisionsschuss hier das Vieh ausschalten kann. Drone spotted. Ich meine, für irgendwas muss das ja gut sein. Okay, es sind mehrere. Stay frosty, squad. Got you in my sights. You like that, huh? Das funktioniert. Okay, dann ändert sich das jetzt hier alles so ein bisschen. Move on. Safe position taken. Schnell. Got you in my sights. Okay, also Kopfschüsse, geil. Kopfschüsse, eine tolle Sache. Ändert mal so grundsätzlich mein Spielerlebnis. Hä? Präzisionsschuss, da. Got you in my sights. You like that, huh? Na dann haben wir keinen Stress mehr, Freunde. Datapad bergen. Hey, I found something. Looks like a datapad. Silencer OP, ich sag's euch. Janice Delaware, Trainingsmanagerin an Verwaltungssekretärin Sarah Randall. Die Lieferung wurde wie gewünscht in die südliche Lagerhalle verbracht. Ihre Bestellung ist vollumfänglich vorhanden. Ich empfehle Ihnen allerdings, eine dauerhafte Lösung zu finden. Ein Munitionslager zieht Schmuggler an und sie lagern zusätzlich viele andere wertvolle Güter am selben Ort. Betrachten Sie dies als offizielle dienstliche Warnung. Die weitere Vorgehensweise liegt an Ihrer Hand. Dies ist nicht mein Verantwortungsbereich und ich habe in diesen Angelegenheiten keine Strafen zu befürchten. Okay, also hat die eventuell Sachen falsch gelagert. Wirkt ein bisschen so. Gucken wir mal kurz mal hier rein. Sind das hier gleich wieder Viecher? Quiet. It didn't see us.
Ich weiß es nicht, was uns angeblich nicht gesehen hat. Come on, Team. Irgendetwas hat uns angeblich nicht gesehen. Safe position taken. Da kann man wieder Öl anzünden. Quiet. It didn't see us. Was denn? Ah, das da. Got you in my sights. Tango down. Ich muss zugeben, dass der Kopfschuss mir fast schon zu viel Spaß macht. Da liegen auf jeden Fall noch mal ein paar einige medizinische Utensilien. Oh oh. Das Geräusch mag ich halt gar nicht, ne? Perhaps we should get moving. Okay, ist sonst nichts mehr, dann holen wir uns ganz schnell hier mal diese Werkzeugkiste. Das ist bestimmt der Fahrstuhl, oder? Come on, Team. Move, move! Würde ich momentan mal so vermuten. Oder auch nicht. That's the SATCOM room. Can you connect me to that terminal, Marines? Das können wir gleich mal probieren. Aber erstmal looten wir das Ding hier. Mit der Otago verbinden, jawohl. Accessing terminal. To the processor's power core, but no specific location. That SATCOM had other interesting things to say, though. Interesting. As in? A hangar, full of goods. Maybe it'll help Corrigan adapt the power core to the Otago's shield. I also spotted an armory, if your men need a refill. And finally, a sector map. Atmospheric processors are slightly out of my field. Not going inside blindly is probably a good idea. Thanks for the heads up, Hayes. It's your call, squad lead. Either we explore the area, we move straight to the power core. But we better be ready. Okay. Naja, im Grunde ist es egal, was wir jetzt als nächstes machen. Ich arbeite das jetzt, glaube ich, einfach ab, wie es jetzt mir hier vor die Flinte kommt. Gehen wir erstmal dahin. Da waren wir noch nicht. Ja, hier könnte ich mich jetzt einfach mal so durchbewegen. Also wir haben jetzt hier, glaube ich, alles gemacht in dem Gebäude. Ja, dann sollten wir jetzt dahin gehen. Ich muss mal demnächst auch mal anfangen, ob ich vielleicht mal diese taktische Drohne benutzen möchte. Ob das vielleicht eine gute Idee ist in manchen Situationen. Aber ich habe noch keine guten Möglichkeiten gefunden. Hier zum Beispiel entschlüsseln und entsperren. Wisst ihr was? Das ist mal eine schöne Übung für die Drohnenaktion. So, Drohne. Drohnentrupp. Also ich schicke jetzt die Drohne dahin. Drone in position. Okay, die Drohne kann das nicht machen. Kann ich mit meiner Drohne gerade immer rumfliegen? Mal gucken, wie weit ich mit der rumfliegen kann. Sending recon drone. Wird die ja nicht gesehen von dem Alien? Nee, das Alien interessiert sich nicht für die Drohne. You looking for a nice spot for a picnic or what? Sending recon drone. Okay, das ist eine mega geile Info. Oh oh. Mach's tot. Got you in my sights. Tango down. Okay, Freunde. Come on, Team. Aber ich kann jetzt diese Drohne theoretisch einfach, warte mal, dahinstellen. Und dann scoutet die für mich alles, was hier potenziell vorbeikommt. Dann habe ich ein Frühwarnsystem. Geil. Also alleine dafür lohnt die sich. Hacking Terminal now. Das finde ich fantastisch. Drone in position.
Got something on the tracker. Mhm. Naja, da drüben natürlich wieder. Okay, hier gibt es jetzt wieder zwei Medipacks, das ist cool. Let's see what's inside. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts drin. Nee, da ist sonst nichts drin. Unsere Drohne checkt gerade eben das da. Und währenddessen ihr jetzt hier, warte mal, zum Auto zurückrennt, das mache ich jetzt tatsächlich. Gehe ich hier wieder auf die Drohnensteuerung. Nein! Ach Mann, falsch geklickt. Genau, und guck mal, was die Drohne hier so findet. Bei der Gelegenheit. Ja, also, wie gesagt, die Aliens interessieren sich nicht für die Drohnen. Gehen die Türen eigentlich auf, wenn da die Drohne kommt? Tatsache. Okay, das ist hammerhart. Das ist mega geil. Das heißt, ich kann mir erstmal alles in Ruhe anschauen. Ich kann mir alles in Ruhe anschauen. Ihr versteckt euch mal da hinten. Beziehungsweise da. Wir können jetzt wirklich erstmal die gesamte Zone uns erstmal anschauen. Sending recon drone. There's something around. Drone in position. Die Drohne kann das ja nicht öffnen, okay, dann wissen. Aber immerhin wissen wir das dann schon mal. Sending recon drone. Moment, ich muss mir gerade mal anschauen, was da Phase ist. Ja, das ist jetzt nicht so günstig. Got you in my sights. Tango down. Und down geht's. Okay, das ist super ätzend, dass die jetzt hier nicht in Deckung bleiben. Das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber wir waren ja früh vorgewarnt, ne? Wir waren vorgewarnt, Freunde. Und das ist das Wichtigste. Warte mal, ich muss jetzt eigentlich mal hier rein. Gucken, was die Drohne da so findet. Wir haben die evolutionäre Schwachstelle der Aliens gefunden. Sie interessieren sich nicht für Drohnen. Gut, auf die Idee hätte man schon früher kommen können, weil sie nämlich die Dingens nicht angreifen. Da liegt schon mal was. Da ist einfach mal ein Vieh. Kann man sich einfach mal alles anschauen in Ruhe schon mal. Ups. Aha. Drone in position. Wisst ihr, dann sehen wir nämlich in jedem Raum schon mal, was es zu looten gibt hier. Das ist der Grund. Da gibt es dann noch was, was man aufschweißen kann. Das kann diese Drohne leider nicht. Ich weiß aber, dass es Drohnen gibt, die das können. So, dann hier raus. Das kann man ja leider nicht öffnen. Drone in position. Sending recon drone. Dann können wir da drüben reingehen. Das hat alles die Suchzone hier, ne? Ich meine, ganz im Ernst, es wäre ohnehin smart, das solche Zonen erstmal mit der Drohne abzusuchen. Also wir wissen, dass hier schon mal was ist. Hier sind ein paar Tote. Da liegt auch was rum. Drone in position. Sending recon drone. Jetzt gucke ich mal gerade eben nochmal, wie es mit den anderen aussieht. Da drin läuft gerade eben einfach ein Alien rum. Also wir können jetzt schon mal anfangen, das erste Gebäude zu checken, würde ich sagen. Gibt keinen Grund, warum wir das nicht tun sollten. In meinen Augen. Ich guck gerade eben mal, ob hier noch irgendwo was sein könnte. Sieht nicht so aus. Warte mal, hier könnte noch was drin sein. Wartet. Nicht, dass da jetzt noch irgendwas Geiles drin rumliegt, ne?
Nee, es ist wirklich einfach nur eine kleine Werkstatt. There's something around. Da ist wieder eine. Die muss weg. Got you in my sights. You like that, huh? Drone spotted. Okay. Come on, team. Der hat immer noch keine Line of Sight. Jetzt hat er eine. So. Hurry up, Squad. Problem gelöst. Datapad bergen. Watch out, Sarge. My size can still kick your ass. So, was ist das für eins? Das ist von Lise Warle, der leitenden Botanikerin an Halsey Meyer. Hey Schatz, ich hoffe, es geht dir gut. Hier spitzen sich die Dinge zu. Sie haben viele Jahre meiner Forschung vernichtet und hunderte meiner Proben zerstört, nur um diese Eier genau unter die Lupe zu nehmen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie extrem gefährlich sind. Sie haben sich schon mehrere Leute infiziert, sogar Mark und Ellen. Die Oberen versuchen, die Sache zu vertuschen, aber das hier ist ein echter Infektionsausbruch und es verbreitet sich rasend schnell. Ich habe um eine Notversetzung gebeten. Drück unseren kleinen Schätze herzlich für mich. Bald bin ich bei dir. Ich liebe dich. Oh Mann. Oh Mann, ich habe nicht so das Gefühl, dass es hier jemand geschafft hat. Ich bin da, was es angeht, irgendwie so zweckpessimistisch. On my way. Disgusting. Got something on the tracker. Naja. Ist mir egal, ob du was im Tracker hast. You think they make cornbread here? Wow, hier sind einige. Einmal, zweimal. Ja, Medic-Zeug kann ich gerade eben nicht mitnehmen. Ey, ganz im Ernst, das Scharfschützengewehr ist einfach die Erlösung. Come on, team. Damit können wir einfach so viele Probleme lösen. Hurry up, you slugs. Suicide by the looks of it. Roger. Dann nehmen wir hier nochmal sowas mit. Ich guck gerade eben mal nochmal währenddessen wir. Oh fuck. Das Vieh ist direkt hier. More signatures spotted. Da ist die Tür jetzt zu, okay. More signatures spotted. Is that pizza? Save me a slice, squad. Was? Da liegt noch Pizza rum angeblich? Ich glaube nicht, dass die noch gut ist. Nach der Zeit. So, das hier ist jetzt Sarah Randall, Verwaltungsdirektorin, an die Einsatzbehörde des Pharos-Turms. Guten Morgen, ich kann mit der Erleichterung berichten, dass unser Problem mit dem Plünderernetzwerk aus der Welt geschaffen wurde. Ohne die Hilfe von Sicherheitsoffizier Elias Drake wäre das niemals möglich gewesen. Mir ist bewusst, dass er in der Vergangenheit mehrmals dienstlich verwarnt wurde, aber ich möchte ihn jetzt trotzdem für eine offizielle Belobigung vorschlagen. Lassen Sie mich bitte wissen, was Sie davon halten. Verwaltungsdirektorin Sarah Randall. Come on, team. Okay, das Vieh ist schon wieder hier. Sag jetzt nicht, dass es jetzt hier reinkommt. Hui. They're trying to breach in. Wo auch immer. Okay, ich sniper dich weg. I have multiple signals. Got you in my sight. So. Keine Ahnung, was das da drin ist, aber ich habe keinen Bock, dass du es aufmachst. Oh, das hier kann man aufsprengen. Die Frage ist, will ich das? Ja, komm, ich will das. Planting C4. Got something on the tracker. Move on.
They're heading our way. Das ist das Letzte, was wir jetzt in dieser Folge noch machen, Leute. Hier reinrennen und hoffen, dass sie uns dann hier nicht mehr sehen. I have multiple signals. Wenn sie jetzt Alarm geschlagen haben, dann rennen sie hoffentlich in die falsche Richtung. They're heading our way. Okay, hier ist jetzt irgendwas in der Wand, direkt neben uns, aber in der falschen Richtung. Der checkt jetzt das hier. They're trying to breach in. Okay, irgendwas They're versuchen... heading our way. Boah, was ist jetzt los? Let's do what we came for and get the hell out of here. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, sieht alles gut aus, Leute. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.